Leute, was ein Morgen. Mega. So, ich habe mein Zelt schon zusammengepackt, schon gefrühstückt. Und jetzt schaue ich mal, wo es jetzt hingeht. Ich habe mir ein paar Tracks ja schon markiert. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken, wo genau ich bin. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, alles mit einer Karte zu fahren und nicht mit Google Maps oder irgendeinem anderen Navigationssystem. Aber es ist echt schwierig. Also erstmal alleine das zu navigieren und dann kennt man sich hier halt auch nicht aus. Ich glaube, wenn man, also ich bräuchte einfach noch eine Karte, die ein bisschen genauer ist. Aber selbst das ja, Autostrada-Netz hier ist schon irgendwie kompliziert. Wahrscheinlich gewöhnt man sich daran und irgendwann geht das auch. Naja, aber gerade wenn es dann irgendwie dunkel wird und man noch nichts zum Schlafen gefunden hat, dann wird Google Maps doch nochmal angeworfen. Aber so eine Karte hilft einfach, um sich zu orientieren, damit man auch einfach mal weiß, wo man auf der Insel überhaupt ist. Und das ist sehr, sehr schön. Naja, ich muss auf jeden Fall am Mittwoch, das ist in 3 Tagen, am Flughafen sein, weil mich eine Freundin besucht. Und jetzt schaue ich mal, was ich auf dem Weg dahin noch so machen kann. Das ist der Plan. Und es ist super hell. Ich sehe überhaupt nichts. Wo bin ich denn? So Leute, wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich natürlich auf der Tour auch einige Leute kennengelernt. Doch da vorne im Defender fahren Patricia und Philipp. Die beiden kommen aus Berlin. Da sind die beiden nämlich. Vorne Patricia, hinten Philipp. Philipp kann man nicht so gut erkennen, aber da ist er nochmal. Und Philipp winkt mal da. Ja, danke. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, eine gemeinsame Tour zu fahren, waren uns aber dann doch nicht mehr ganz so sicher, wo es lang geht. Eins, ne? Hallo? Ich höre dich. Hallo, hallo. Ah ja, okay. Alles klar, höre dich. Ja, guck, weil ich war mir jetzt gerade schon nicht sicher, auf welchem... Okay, also zwei Dinger sind noch, ich denke, das reicht und sonst... Ja, ich glaube auch. Ich... Genau, du, wir fahren einfach so nach Karte, ne? Ja, genau. Ich höre mich gerade schon nicht sicher, welcher... Wo genau, ich glaube, das war ja gerade die... Das war ja, die oder die. Ja. Halt, ne? Aber das war, sah doch eher so hier. Das sah ja danach aus. Ne? Ja, ja. Aber das hätte ich schon nicht gewusst, was das jetzt gewesen sein genau, sollte. Genau, das sah geradeaus. Na, wir finden es. Genau. Ich mache jetzt mal genau die Uhr auf 0 und dann haben wir jetzt Kilometer 1. Geil. Alles klar. Gute Idee, warte mal. Mach ich auch. Perfetto.
Also das geht, ne? Ja, was? Wollte nur sicher gehen, dass das auch wirklich geht. Da ist es nämlich schon gewesen. Jetzt wahrscheinlich rechts hoch, richtig? Okay. Wollt ihr vorfahren kurz dann? Okay Leute, jetzt macht Spaß wieder. Ich habe gerade ein paar Leute getroffen aus Berlin. Danach? Ah ja. Gott. Das macht doch schon direkt Spaß. Den Baum weghalten da. Ich dir was weghalten? Ich dir, dachte ich. Dein Lack sieht noch so gut aus. Ein Lack ist okay. Oh, vielen Dank. Okay, alles klar. Können wir gleich den nächsten auch weghalten. Leute, wir haben uns verfahren. Wir drehen jetzt und dann ich mache nochmal ein Stück zurück. Eieiei. Gefährlich, gefährlich. Okay, also die fahren jetzt vor. Wir drehen. Oh, den ganzen Scheiß wieder zurück. Das war schon sehr anstrengend. Hallo! Hey! Dein Darm! Bitte nicht, du bist bestimmt gar nicht gut.
Ich hab doch nichts. Geht's euch gut? Ja Leute, nach diesem ganzen Hin und Her, Drehen, Wenden und sich verfahren, sind wir dann doch noch am Ziel angekommen. Naja, mehr oder weniger. Das Ende war dann doch hier auf einem Parkplatz, weil wir mit dem Auto nicht bis zum Strand fahren konnten. Der Fußmarsch bis zum Strand hätte dann nochmal 45 Minuten gedauert. Deswegen haben wir das gelassen, haben eine kurze Mittagspause gemacht und sind den ganzen Weg wieder zurückgefahren. Auch sehr schön. Bevor wir dann auf dem Campingplatz angekommen sind, haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Und zwar haben wir die Karre noch mal ein bisschen sauber gemacht. Ja. Keine Kratzer mehr. Nee? Wie neu. Wie neu. Ciao. 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 Ciao.